Servus Freunde der Südsee und der gepflegten Unterhaltung, mein Name ist Nickels, willkommen zurück zu Let's Play Remember Me, wie gesagt mit mir, dem Nickels und natürlich der gut aussehenden, reizenden Nelly. Wir befinden uns kurz vor dem Eingang zur Bastille, hier immer noch im Neo-Paris 2084, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es nicht. Wir haben es kurz vor zwei an diesem wunderschönen Sonntag und das heißt, die neue Woche geht los und natürlich ist dann wieder Zeit für Remember Me angesagt. Das heißt, es gibt wieder mit haufenweise komischer Kombos und ein komischer Begriffe und Anzeigen wieder auf die Schnauze hier. Gefahr. Drohnen bei der Arbeit. Ah ja, okay. Vielleicht haben wir dann jetzt endlich mal ein neues Gegner-Klientel, anstatt immer nur diese doofen Lurker. Obwohl die natürlich auch schon böse reingehauen haben. Du holst mich da raus und nun willst du, dass ich mich wieder reinschleiche? Die Terroristenbewegung zählt auf dich, Nillen. Hack dich in diese Server und befrei ihre gestohlenen Gedächtnisse. Und dein eigenes. So steigen wir aus der Asche und schlagen zurück. Ich bin ja immer noch Alter Falter, was geht mit denen ab? Okay, Achtung, drum bei der Arbeit, ich sehe schon. Ich bin ja im Geheimen immer noch Drohne. Der Meinung... Und diesmal keine Reminiszene, die hilft. Wow. Ja. Aber da habe ich doch bestimmt... Mann, Kill. Ich dachte, ich hätte vielleicht meinen Spammer. Aber offensichtlich, kann ich den ja nicht einsetzen. Ja, gut. Okay, das ist eine Badass-Drohne. Ich darf nicht in deren Bereich kommen. Und diesmal keine Reminiszene, die hilft. Scheiße, ich wollte hochklettern. Okay, gut. Ich habe schon wieder zu lange gewartet. Tut mir leid. Ja, im Geheimen bin ich immer noch der Meinung, dass der Edge irgendwie falsch spielt. Das kommt mir alles hier viel zu... Oh. Und diesmal keine Reminiszene, die hilft. Komm, dreh dich um. So ist fein. Schnell hier hoch. Danke. Okay, jetzt sind doch wieder Lurker und offensichtlich auch unsichtbare teilweise. Ja. Weg hier. Boom. Feuerball, Junge. Das sind viele Gegner. Also erstmal ohne Witz, das sind echt viele Gegner. Aber der Nickels ist ja nicht doof. Oder ist er vielleicht doch, weil irgendwie weichen sich alle aus. Zack. Einfach mal mit dem Spammer eine Weile raufhauen. Oh. Ich sehe, ich habe ungefähr eine Woche nicht mehr aufgenommen und bin mehr als nur aus der Form. So möchte ich es mal ansagen. Gut, dann gibt es jetzt auf die Fresse. Und wir machen das ganz schnell, nämlich im Fokus. Geht doch mal alle weg hier. Jungs, wisst ihr, ich könnte jetzt auch Battlefield spielen, aber das tue ich nicht. Wisst ihr, ich bin gerade beschäftigt. Er hat das Gesicht verloren, das ist ja voll uncool. Er hat nämlich das Gesicht und ich habe das Leben verloren. Boah, wie scheiße ich spiele. Ja. Ja, wir machen das gleich. Jetzt aber, Leute, jetzt machen wir das. Wir gucken noch einmal ganz kurz in das Combo Lab. Dreieck, Viereck, Dreieck und dann abwechseln. Okay, wir fangen mit Dreieck an, um dann im Viereck zu wechseln. Ja.
alles nichts. Ich bin für mich. Enttäusch mich. So können wir das Ganze ein bisschen regenerieren. Das wäre wunderbar. Nimm meine Augen! Ich nehme nicht was anderes hier, Junge. Feuerball. Alter, das ist ja unglaublich. Das ist aber auch wieder die Schnauze so ein bisschen voll. Ich kann dieses Scheißspiel nicht mehr. Gott, jetzt rege ich mich schon wieder auf. Das vierte Mal in Folge, fünfte Mal in Folge, dass ich draufgehe. Boah, kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt mal ohne Witz. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, komm. Was machen die hier überhaupt? Das sind einfach mal voll viele. Nimm meine Augen! Das ist was ganz anderes. Ich muss hier in dem scheiß Radius kämpfen. Boah, ich bin ja gleich schon wieder tot. Mein Gott, ey, jetzt gibt's aber auf die Fresse. Hab ich die Schnauze einfach mal voll hier. Mein Boah, reg ich mich auf. Könnte ich kotzen. Alter Falter. Wie schlecht ich spiele, das gibt's ja wohl nicht. Drecks-Kombos, Alter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Einfach mal auf die Fresse geben, den ganzen Mongos hier. Alter. Alter, jetzt hat das nicht funktioniert, oder was? Ich hab das Gesicht verloren! Ich geb's dir bestimmt nicht wieder, Alter. Ich hol dir jetzt die Fresse. Alter, ich will doch nur die scheiß Turbine anmachen. Mein Gott. Von allen Seiten kann doch nicht wahr sein. Boah, reg ich mich auf. Alter Falter. Wie lange spiele ich jetzt schon? Ich glaube, ich spiele jetzt schon 9 Minuten und bin nur verreckt. Also wirklich nur verreckt. Das kann also nicht wahr sein. Ich bin doch ausgewichen. Mein Gott, ich weich doch aus. Maul halten, genau so, Alter. Jetzt hab ich die Schnauze voll bekommen. Gib ihm. Wum. Gib mir dein Gesicht, fress das! Bam, Junge! Nimm meine Augen! Ich nehme etwas ganz anderes, Junge! Mach doch mal hier die scheiß Turbine an!
So, jetzt machen wir die Raserei und jetzt gibt's auf die Fresse. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Jetzt geht ja schon wieder drauf, kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sind immer noch überall Unsichtbare. Komm, du bist doch bestimmt der Letzte, oder? Wo bist du? Komm, zeig dich. Haben wir es jetzt endlich? Oh, Alter. Nach 10 Minuten Massensterben, ja? Habe ich es dann doch endlich mal geschafft. Kann doch wohl nicht wahr sein. Gott. Jetzt hat meine Aggressivität schon wieder sehr hochgetrieben. Ins Unendliche, möchte ich meinen. So. Was machen die überhaupt hier? Eine durch Leaper zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch, das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Okay. Aber, sie heißen nicht Luca, sondern, wie wir gerade schon gesehen haben, Luca. Ein Sensen-Plugin erlaubt es ihnen, das Sichtfeld von Drohnen zu sehen. Ja, sehr gut. Gott sei Dank. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Ja, das ist ja wunderbar. Muss ich mich ja quasi gar nicht beschweren. Das ist ja super. Oh, da ist schon so ein Vieh. Wo muss ich denn... Achso, warte mal. Ich glaube... Erstmal kann ich mich hier heilen. So, das heile ich. Dankeschön. Ja, und das kann ich nämlich... Okay. Wir warten, bis die hier wieder ist. Dann verfolgen wir die mal auf ein paar Meter. Dann müssen wir, so wie es aussieht, nach links abbiegen. Oder auch nicht. Okay. Gar kein Problem. Alles gut. Oh, das ist schon die nächste. Zell andocken läuft. Okay, wir müssen sie also so ein bisschen durchsneaken und wir haben ja gelernt, dass die One-Kill sind. Okay. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte, dass ich da noch ein bisschen schneller wieder rauskomme, aber ich fürchte, das hat nicht funktioniert. Schade eigentlich. Eigentlich sehr, sehr schade. Egal. Gott sei Dank. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Nein! Warum geht denn die so weit? Du meine Güte. Ich sag gerade ewig weit gegangen, die Drohne. Ich dachte, die bleibt da hinten an der Ecke stehen und die beiden synchronisieren sich quasi gegenseitig. Das hat nicht funktioniert. Wie oft wir heute schon den Ladebildschirm gesehen haben, das ist ja wunderbar. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Ach, die gehen rundum. Ich verstehe. Also können wir ja einfach bequem hinterher rennen. Zell andocken läuft. Zack, so, hier haben wir die nämlich auch schon. Bibasti, das Gefängnis mit menschlichem Antlitz. Was für eine Lüge. Blinde Maschinen zur automatisierten Verwaltung. Läuft.
Der Geruch. Der Lärm. Das macht mich fertig. Ja, da geht auch gleich wieder meine Migräne los. Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden. Aha. Und das muss ich, weil sonst alles scheiße ist, oder wie? Ich gucke mir auch schon die ganze Zeit nach solchen Upgrades um, aber irgendwie sehe ich da nicht besonders viel.